Es wird immer voller und voller, was die Herausforderungen betrifft. Und dazu trägt natürlich auch das neue Ruhrsieg Nord Hagen-Finnentrop-Root-Add-on trägt natürlich mit dabei. Das gucken wir uns heute an. Erstmal die Tutorials, die drei Stück, wenn ich mich recht entsinne. Morgen wird es dann die erste Mission geben. Und die Tage da drauf, die Folgetag, also jeden Tag wird es dann ab morgen so gesehen eine Mission geben. Von Ruhrsieg Nord. Und gucken wir mal an, was wohl die Beschreibung ist. Tiefe Täler, enge Kurven und malerische Ausblicke. All das werden Sie in Train Sim World Ruhrsieg Nord auf einer der ältesten Bahnstrecken Deutschlands erleben. Fahren Sie mit Zügen über die historischen Schienen des Ruhrgebiets und halten Sie die genauestens festgelegten Zeitpläne ein. Ich bin gespannt. Und wie immer werde ich mit keinerlei, also werde ich nicht mit Ziefer, PZB, LZB und was es nicht sonst noch so alles gibt fahren. Das werde ich erst dann machen. Also werde ich werde erstmal die ganzen Szenarien so fahren, in Anführungszeichen, und aufnehmen. Einfach so, um die Landschaft und so weiter zu zeigen. Und das ganze andere, was jetzt wird, was das Ganze doch schon ein bisschen mehr professionalisiert. Oh, DBBR 185.2 Einführung. Heißt PZB, Siefer und so weiter wird sein. Willkommen bei dieser Elektrolokomotive DBBR 185.2 in der roten Lackierung DB-Verkehr. Bei dieser kurzen Einführung werden Sie die Start-Stopp-Prozedur lernen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Okay. Eieiei. Also wird es dann geben, wenn, was weiß ich, wenn Lava und ich dann irgendwie wieder ein Duell machen oder falls, wenn es halt, war ich das zweite Mal die Mission oder so machen. Aber gucken wir erstmal, was hier so zu tun gibt. Okay. Tür schließen. Die Batterie wird das Steuerpult mit Strom versorgen und es Ihnen ermöglichen, mit ihm zu interagieren. Okay. Also ich finde es ja schon interessant. Ich habe, glaube ich, 17 Minuten bevor das DLC rausgekommen ist, nochmal kurz nachgeguckt auf der Seite und da stand eigentlich nichts von deutscher Audio, sondern dass die nur in Englisch ist. Ups, machen wir mal die Bilder hier an. Diese Lokomotive erhält über einen Kontaktarm auf dem Dach Strom durch die Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir alles Notwendige einstellen und den Stromabnehmer heben. Alles klar. Wir schauen nochmal zurück. Automatisch. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Das ist sachlos. Ich dachte, wir laufen hier nur noch Um die hinterher. Lokomotive ins Rollen zu bringen, bewegen Sie den Hauptschalter. Bewegen Sie den Hauptschalter. Okay, wir sind gerade auf aus und wir wollen neutral. Spitzensignale sind wichtig, um andere in der Umgebung wissen zu lassen, dass eine Lokomotive einsatzbereit ist. Das ist richtig. Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis sich das Bremssystem vollständig aufgeladen hat. Das wird ungefähr 1 oder 2 Minuten dauern. Wie schön aufgeladen hat. Huch. Mit Glocken. Was heben Sie den Stromabnehmer? Okay. Pantograph. Die Lokomotive wird nun mit Strom versorgt. Das kann mit dem Stromabnehmer-Trennschalter eingestellt werden. Ah, ich finde es das super, dass die den Dialekt eingebaut haben. Ah, Stromabnehmer, Trennschalter, das aufschließen. Oh.
Wenn der Zug für eine längere Zeit steht oder wenn Sie den Führerstand verlassen, wird eine Parkbremse eingestellt. Sie müssen sich versichern, dass sie gelöst ist, wenn Sie losfahren wollen. Alles klar. Was? Moment. Oh. Man kann sich jetzt komplett umdrehen. Geil. Parkbremse. Stellen Sie den Hauptschalter ein, um die gewünschte Fahrtrichtung festzulegen. Alles klar, wir wollen vorwärts. Die dann Zugbremse wird für normale Fahrten genutzt. Okay, für normale Fahrten, das heißt... Wegen der Größe und des Gewichts des Zuges kann nur wenig Zugkraft angewendet werden. Dadurch kann die anfängliche Reibung und eine Überhitzung des elektrischen Systems ausgeschlossen werden. Ich verstehe. Na, wir haben... Wir haben einige Rungs. Nun, da wir rollen, können wir mehr Strom fließen lassen und dadurch unsere gewünschte Geschwindigkeit erreichen. Okay. Aber erstmal schalte ich hier auf Englisch, auf Deutsch, auf Dings. Auf Metrisch meine ich. Okay. Das ist aber auch neu, dass man jetzt irgendwie die G-Kraft sieht über der Geschwindigkeitsanzeige. Das ist interessant. Was? Geschwindigkeit erreichen. Mit dem Schubbetrieb können Sie den Zug in Bewegung setzen, ohne viel Strom zu verwenden. Auf einer flachen Strecke ist es besonders gut, um eine Geschwindigkeit. Um diesen Zug zu einem sicheren Halt zu bringen, müssen Sie nur wenig Bremskraft anwenden. Das ist ungewollt. Durch Übung und Erfahrung lernen Sie, wie viel Kraft Sie benötigen. Okay, diesen Zug, okay, ich verstehe. Gute Arbeit. Das fasst die Grundlagen dieser Lokomotive zusammen. Und wo ist das die... Knowledge Tracks. Oder war das nicht wirklich... Ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass das nicht wirklich... Also, dass es nicht komplett die G-Kraft ist, sondern nur die Kraft, wie sie von vorne und von hinten auf den Zug eintrifft. Oder sowas in der Richtung. Oder vielleicht auch von rechts nach links, ich weiß nicht. Also für rechts nach links hätte dann halt irgendwie dann. Da würde mir noch eine andere Achse fehlen. Also nur die X-Achse ist ein bisschen wenig. Aber genug davon. Nächstes Tutorium. DBBR 143 Einführung. Ach, wunderschön. Willkommen bei dieser Elektrolokomotive DBBR 143 in der roten Lackierung DB-Verkehr. Bei dieser kurzen Einführung werden Sie die Start-Stopp-Prozedur lernen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Okay. Sagt man zu den Bezeichnungen, wenn da eine 143 ist,
immer die einzelnen Zahlen oder sagt man dann das, ich sag mal, in gebündelter Form? Ne? Was? Tür zu. Tür auf. Und Tür zu. Hat man nicht nochmal. Okay, mal keine Punkte mehr dafür. Die Batterie wird das Steuerpult mit Strom versorgen und es Ihnen ermöglichen, mit ihm zu interagieren. Und wir sollen es bestimmt einschalten, ne? Moment, was? Auf die Startposition. Diese Lokomotive erhält ihren Strom über die Oberleitung und den Stromabnehmer. Damit das funktioniert, müssen wir einstellen, welche Konfiguration wir nutzen werden. Und wir wollen aufs Heck. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Erzähl mir was Neues. Um die Lokomotive ins Rollen zu bringen, bewegen Sie den Hauptschalter. Spitzensignale sind wichtig, um andere in der Umgebung wissen zu lassen, dass eine Lokomotive einsatzbereit ist. Okay. Das ist in der Tat wahr. Rot Signal, Licht links, Signal Licht Mitte, rotes Signal Licht rechts. Okay. Mir gefällt auch, ne, das Glockenspiel. Finde ich schön. Weiß, bis fahrend und auch weiß. Ah, oh, ich bin doch blöd. Ich lese es nur unten, anstatt es oben zu lesen. Was? Wollte nicht noch was sagen? Stromabnehmer natürlich wie eben. Die Lokomotive wird nun mit Strom versorgt. Mit kann mit dem Stromabnehmer Trennschalter eingestellt werden. Okay. Die Zugbremse wird für normale Fahrten genutzt. Okay. Wenn der Zug für eine längere Zeit steht oder wenn Sie den Führerstand verlassen, wird die Handbremse eingestellt. Sie müssen sich versichern, dass sie gelöst ist, wenn Sie losfahren wollen. Jawohl. Und hoch. Der Schalter für die Zugkraft legt fest, wie viel Zugkraft für den Zug verwendet wird. Stellen Sie die Zug- und Bremskraft auf Leistung 100%. Okay, das heißt, hier ist es offenbar nicht ganz so wichtig. Hier können das offen. Moment, auf 100%, ne? Ich frage, ist es jetzt Zug? Die AFB erlaubt es dem Lokführer, die Geschwindigkeit der Lokomotive einzustellen. Sobald die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt ist, wird durch eine rote Nadel auf dem Tachometer angezeigt, wird die Lokomotive auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen. Okay. Ich glaube, ich ziehe meine vielleicht meine. Na, ich weiß nicht, vielleicht muss ich meine Aussage zurückziehen, dass es kein AFB gibt in der Mission erstmal. Aber ist auch nicht so wild. Um den Zug auf das Anhalten vorzubereiten, sollte zuerst die AFB ausgeschaltet sein. Das macht Sinn. Die Größe und das Gewicht des Zuges spielen eine große Rolle beim Einschätzen, wie viel Bremskraft nötig ist, um ihn zu einem sicheren Halt zu bringen. Auf Minimum, okay, weil wir halt nur, ich glaube, vier Waggons dran haben. Das hat auch schon geil gemacht mit dem ganzen Nebel und so, ne?
Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen alle abgedeckt. In dem zusätzlichen Handbuch können Sie noch mehr über die Details dieser Lokomotive lesen. Muss ich mal machen. Learning of the Classic. Und ich meine, mich erinnern zu können, da kommt noch ein Tutorium. Ab. Nächstes Tutorium. DB767 DABBZFA Einführung. Okay. Dies ist ein von einer DBBR143 Lokomotive angetriebene und so weiter. Ne? Hier, kennt ihr mehr? Steuerwagen enthält seinen Strom von der Lokomotive. Für dieses Tutorial haben wir die Lokomotive für 7.1 gestartet. Mhm. Ich verstehe. Naja. Weiter, danke. Was starten Sie durch die steigen Sie durch die gekennzeichnete Tür? Klettern Sie, wenn Sie bereit sind, hier Dings, ne? Ho! Musik. Kann man hier? Okay. Da muss man sich auch ein bisschen umgucken, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Ich kann mal die Tür zu und gehen gleich oben rum. Okay, weiter geht's nicht. Interessanterweise. Vielleicht liegt es ein Tutorial. Um den Startvorgang einzuleiten, müssen Sie den Batterie-Hauptschalter auf anstellen. Batterie-Hauptschalter auf an. Batterie ist an. Signal durch den Einstellern. Wir wollen vorwärts fahren, also machen wir auch Spitzensignale. Und weil wir den Großteil unseres Tages hier drauf verbringen, setzen wir uns erstmal hin. Mit dem Bremsschlüssel aktivieren Sie den Fahrtstand und entriegeln die Bremsen. Bremsschlüssel. Stellen Sie den Hauptschalter ein, um die gewünschte Fahrtrichtung festzulegen. Vorwärts. Mit dem Stromabnehmer leiten Sie den Strom aus der Oberleitung ab. Heben Sie ihn, sodass er die Leitung berührt. Das sage ich jetzt immer mal. Um Strom fließen zu lassen, müssen Sie den Stromabnehmer-Drehanschalter oder MCB anschließen. Stellen Sie die Spitzensignale auf reduziert, um zu zeigen, dass dieser zu aktiv ist. Und gleich losfällt oder was auch immer, reduziert. Moment, was ist denn der Unterschied zwischen normal? Hoch und reduziert. Ah, ein bisschen mehr. Ich verstehe. Nun müssen wir noch die Bremsen lösen und dann kann es losgehen. Jetzt sind wir für die Abfahrt gerüstet. Erhöhen Sie die Leistung, wenn Sie bereit sind, um loszufahren. Gehen wir auf 20%. Erreichen Sie eine Geschwindigkeit von ca. 32 km pro Stunde. Und ich glaube, für die Güter, also ich bin nicht sicher, aber ich glaube, wenn, na, warten wir ab. Also ich vermute mal, dass wenn wir die, okay, interessant. Wenn wir die, ich habe ein bisschen höher schalten sollen, jetzt draußen ein bisschen, bis wir 32 Kilometer pro Stunde erreicht haben. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich vermute mal, bei den Szenarien, wo die BR143 der Zugwagen ist, weil der Triebwagen ist, gut gemacht, das ist für erste schnell genug, um eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten, ein bisschen Leistungshebel, ne, hier aus und Leerlauf und so weiter. Behalten Sie die aktuelle Geschwindigkeit bei.
Was soll ich sagen? Ach ja, was jetzt wäre es halt nicht anzuhalten, sondern sie zu kommen, sondern langsam zum Stehen zu bringen. Auf 1 B, okay. Wo war ich eigentlich? War es da schon? Achso, das wird wahrscheinlich dann halt die AFB irgendwie automatisch haben oder sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Heißt, wenn wir die nur zur Verfügung haben, sage ich jetzt mal, wie es gerade mir zumindest so schien. Ich als Noob. Oder als Unwissender. Werden wir es natürlich nutzen. Also ist ja ganz klar. Aber ansonsten halt. Wenn wir die Wahl haben, nicht mit der PZB zu fahren, oder mit der AFB, dann wird dem halt so sein. Wenden Sie das Gelernte aus dieser Grundführung über die zukünftigen Aufgaben an und bla bla bla. Ja, das gab doch ordentlich Punkte. 767.2 DAB PBZF. Okay. Und wie bereits gesagt, heute gibt es erstmal tatsächlich nur das Tutorial. Oder die Tutorial. Das Tutorial zu den drei einzelnen Einheiten. Heißt, morgen wird es dann. Morgen wird es dann aufgemacht geben. Wir haben morgen Frachtwechsel und so weiter und so fort. Heißt, morgen geht es dann so richtig los. Nächste 5 Tage dann nur die Szenarien. Ich bin's, Francesco vom Kanal Seidenspinner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann morgen wieder, wenn ihr aufgewacht seid. Tschüss.